lieber mit Musik und Ermalung. Das hat Stil. Höhlen mit, Gräber mit Musik und Ermalung. Das hat Stil, sagt er im Deutschen. Wenn ich nicht vergesse, es reinzuschneiden, hört es. Ziemlich geil, also es sind alles Gräber. Und wie ihr seht, waren hier schon einige Leute. Wir werden auch bald rausfinden, warum. Ihr könnt es euch sicherlich schon denken. Da haben wir einen. Da haben wir noch mehr. Hier ist, glaube ich, bei normal ein bisschen Gold. Das ist was Besonderes, ein Goldknochen. Wir haben mal einiges an Weifers. Hey, da ist ein Diamant. Gold. Wusste ich gar nicht mehr. Vielleicht habe ich das noch nie gefunden. Kommt her. Hallo. Wenn ich ein Zombie wäre. Also ich bin deutlich sichtbar für euch. Dann bräuchte ich keinen Kombi mehr. Ihr könnt übrigens auch da runter gehen. Da gibt es einen ganz tollen Bug. Dann fliegen die nämlich runter. Die laufen keine Treppen, die fliegen einfach. Hallo. Ihr dürft nicht zeigen, dass ihr Angst vor denen habt. Ui, das sind aber etliche. Den habe ich schon mal aufgelegt, weil jetzt, solange wir den aufgelegt haben, zählt er noch als Weihwasserfall. So, wir haben einige erledigt. Hier sind wir kurz sicher. Mit einer Tube Weihwasser. Gucken wir mal, suchen wir mal noch ein paar zusammen. Es gibt ja auch ein paar schöne Fallen, mit denen man auch Zombies besiegen kann. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Wenn ihr unten seid und die Zombies kommen, dann seid ihr echt am Arsch, weil ihr kommt hier nirgendwo mehr hin. So, hier geht's nämlich nochmal ab. Bei normal findet man, glaube ich, auf einer von diesen beiden Statuen nochmal eine Krone. Also hier gibt's echt haufenweise Kronen zu finden. Hier hätten wir schon mal eine Stelle, da oben ist eine Falle. Und nochmal ein Goldknochen, was man mit dem machen kann, werde ich euch noch zeigen. Wenn ihr da in der Mitte drauf tretet, kommt ein Feuerball, das ist in etwa so einer wie diese Priester schießen. Und diese Feuerbälle können Zombies töten. Oh. Auch hoch. Also hier wären wir rausgekommen. Und die Stelle mag ich nicht, weil da seid dann direkt mitten in den Zombies. Deshalb mag ich diese Stelle einfach nicht. Übrigens, wenn ihr von Zombies gejagt werdet, kann es sein, dass die hier runterfallen, dann sind die auch tot. Oh, ihr habt jetzt, glaube ich, nichts an Gold hier gesehen. Ich werde keinen 100% Rush schaffen, das weiß ich. Ist aber auch nicht mal im Bestreben, ich will einfach nur das Spiel genießen. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich bei den Hammeriten alles finde. Das war ich nicht. Das war irgendjemand anderes. Die Zombies da hinten, um die kümmern wir uns später. Da ist was zu holen. Komm mal mit. Hier laufen überall noch übrigens welche rum. Zombies hassen übrigens alles Lebende. Wirklich alles. Wir sind auch Leben, deshalb hassen sie uns auch. Mal sehen, ob er nochmal kommt.
Aber ich habe auch Glück und er fällt einfach runter. Er weiß wahrscheinlich schon nicht mal mehr, dass wir da waren. Der ist nicht so leicht, jemanden zu folgen, der gerade einfach nur wegläuft. Vor allem, wenn man nur noch verweste Sehen hat. Komm mal her. Okay, sie sind nicht so schlau genug, hier drauf zu kommen. Die Geräusche von denen sind echt unheimlich. Machen wir es halt anders. Und wenn er jetzt kommt. Oh oh. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Wartet mal. Ja, damit muss man rechnen mit solchen Scheiß, wenn man rumspielt. Ja. Wie ihr gesehen habt, diese Fallen haben es in sich. Zombies sind nicht niederschlagbar. Wenn die es jetzt mit dem Schwert gemacht hätten, dann wäre er umgefallen und direkt wieder aufgestanden. Das machen wir gleich nochmal. Das sparen wir uns ein paar Wasserpfeiler. Das kann man im großen Stil übrigens auch abziehen, wenn man keine Ausrüstung hat. Ist aber, wie ihr gesehen habt, sehr gefährlich. Dann nutze ich dann doch lieber Wasserpfeile, heilige Wasserpfeile. Wenn die uns nicht mehr sehen, wissen die sofort nicht mehr, dass wir da sind. Es gab früher übrigens auch den gemeinen Bug, dass ihr einfach mal gestorben seid. Scheiße. Oh Mann. Ich sollte vielleicht zwischendrin mal speichern. Früher gab es auch den gemeinen Bug, ihr seid halt... Kann ich das mit dem Schwert nochmal durchziehen? Ihr seid dann plötzlich einfach gestorben. Oh, er hat uns direkt entdeckt. Juhu. Du siehst gar nicht gut aus, Felix. Good. Felix sieht nicht mehr so gut aus. Ich bin so dicht dran. Ich höre das Echo des Horns um mich herum. Satta, die Memme, hat mich vor einer Stunde zurückgelassen, nach dem Kater in eine Falle getapfert. Aber ich werde meine begehrte Trophäe auch alleine finden. Ich scheine nicht der erste Grabräuber in diesen Hallen zu sein. Offenbar war der berüchtigte Adolfo schon hier unten. Vermutlich auf der Suche nach einem ziemlich wertvollen, aber schwer bewachten Schatz. Sieht so aus, als hätte er es nicht geschafft. Armer Kerl. Dieser Verrechtergräber ist voller Fallen und Bannzauber. Die Krüfte werde ich wohl nie plündern können. Aber an das Horn müsste ich leicht herankommen. Es heißt, beim Klang des Horns werden die Boris fast handzahm. Dann hat der alte Felix leichtes Spiel. Tut mir leid. Mir macht nur mein schwindender Vorrat an Weihwasser Sorgen. Ich dachte, hier unten müsste es einen Quell geben, kann ihn aber nicht finden, und die Toten scheinen aus irgendeinem Grund unruhig zu werden. Und obwohl ich Weihwasser habe, habe ich keinen einzigen Untoten besiegt. Die Toten sind ruhelos hier unten, und es hat... Die Krüfte zu plündern ist unmöglich, hat er gesagt. Finde ich gar nicht so unmöglich. Ich meine, das sind alles Krüfte. Hier, du Arsch. Hier gibt's noch etliches zu plündern. Wenn ich aufhören würde, mit den Zombies zu spielen, könnte ich vielleicht auch schneller vorwärts kommen, glaube ich. Ich verstehe gar nicht, warum im zweiten Level die Hamariten nicht das Bergwerk einfach aufgeräumt haben. Es waren eigentlich genug. Die hätten das Bergwerk entzombien können und fertig. Stattdessen lassen die da unten und lassen die mal so schön machen. Klar, das ist gefährlich, aber Hamariten, die verletzt sind, können ja dann direkt hoch in... können sich ja ein paar Tage ausruhen oder ein paar Wochen. Ach, wenn ihr doch nur nicht so zombie-mäßig langsam wärt.
Verstehe ich übrigens auch nicht an The Walking Dead, dass die solche Probleme gegen die Zombies haben. Klar, wenn sie dich deutlich überrennen, kann ich es verstehen, aber... Aber solche einzelnen Zombies sind doch eigentlich, dürften doch eigentlich kein Problem sein. Komm her. Ich glaube, im Deutschen sagt der Name, mein lieber Felix. Was? Wieso? So ein Scheiß? Das gibt's doch nicht. Schon lustig, oder? Da fliegt das Ding einfach an dem vorbei. So kann man die auch besiegen. Also wenn ihr schön, wenn ihr so, wenn die alle hier rundherum stehen, passiert es auch ganz gern mal, dass die hier runterfallen. Und dann sind sie auch tot. Da kommen noch mehr. Okay, kommt ruhig. Das ist doch wohl der Hohn. Hat er sich gerade... Was? Das ist irgendwie komisch, oder? Wieso passiert das? Ich kapiere das gerade echt nicht. Der steht doch direkt im Weg, oder? Irre ich mich da? Okay, wenn das jetzt gleich klappt, höre ich mal auf, wenn ich spiele. Hä? Das ist... Ich kapiere es nicht. Okay, mir reicht's jetzt. Ich mach's mit Weihwasser. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Versuchen wir noch schnell in den Krüften ein, zwei zu kriegen. Ah, kann ich vergessen. Egal, wir haben noch eine Menge Weihwasser. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren, ja, Leute? Ich muss aufhören, so viel mit den Zombies zu spielen. Wurde mir auch als Kind immer gesagt: Junge, hör auf, mit den Zombies zu spielen. Hier war ich ja gerade. Ist jetzt da noch einer drin? Ah ne, die werden auf den oberen Etagen. Ach ja, richtig, hier kann ich ja was machen. Ich muss übrigens gucken, einige Leitern führen nach oben, andere führen bloß zu solchen Krüften. Ah. Seht ihr das? Da ist gerade irgendwo eine Falle losgegangen. Ah, ich weiß, wo das ist. Was? Was ist das denn? Das gab's doch... Hä? Was? Das gab's doch früher nicht. Was zum Henker ist das? Ich bin sehr verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Was ist das? Die gab's früher nicht. Das Vieh sehe ich das erste Mal.